Juhu und herzlich willkommen zu Let's Play Sims 3 Inselabenteuer. Da, da, da. So, und da ist eine kleine Omi, die einfach voll mit dem Rumbitch. Einfach weil es Spaß macht. Und funktioniert das? Nein, natürlich nicht. Okay, das Spiel backt immer noch wie verrückt rum. Aber egal, macht ja auch ein bisschen Spaß, ne? Mario Russo beeindrucken. Ja, okay, bitcht sich erstmal total mit der und will die jetzt beeindrucken. Was? Das ergibt keinen Sinn. Ein Freund erzählen, wie cool ich bin. So ist die Kleine. Was macht die da? Was? Die hat einfach so ein geiles iPad, was einfach so in der Luft hängt. Cool. Hallo, die ist ja nur so ein Möchtegern-Star. Wieso macht der nicht seine Frau an? Oder Freundin oder was auch immer das war. Was? Oh Gott, in 3 Tagen wird er ein alter Hobby. Dann wird das ja wieder langweilig. Ist ja dumm. Wie sieht's mit den anderen aus? Hauptsache, da ändert sich gerade das weibliche Symbol da und so, ne? Und dann steht da immer noch so voll der komische Name von diesem Steffen Wansei und so. Irgendwie voll merkwürdig, aber egal. So. Ja, ich habe jetzt versucht, den so einigermaßen wichtige Sachen auf den Weg zu geben, so Aktivitäten und so. Ich habe jetzt versucht, der ein bisschen so Malerei noch beizubringen, aber das kann man natürlich noch weiter ausweiten. Sie habe ich jetzt gerade mal so lesen lassen, aber ich glaube, die braucht jetzt ein bisschen soziale Interaction und so, ne? Wie wäre es denn, wenn wir da hingehen? Was macht der denn da bitte? Was? Oh Gott. Der tanzt aber mal richtig schlecht. Nein, komm, wir tanzen selber. Hallo, selber tanzen ist viel cooler. Voll die Dubstep-Techno-Scheiße, yeah. Und sowas finden die in der Zukunft gut. Okay. Okay, Skrillex ist ja auch cool und so, ne? Kann ich das... Ja, okay, jetzt kann ich die Aktion einfach nicht mehr wegmachen. Das ist natürlich toll. Mann, was ist das Spiel hier? Mann, das ist voll merkwürdig. Ja, der habe ich jetzt diese Bartbaum-Scheiße gegeben, damit ihr es einfach mal liest. Oh Gott, Paparazzis. Und ich habe mir direkt schon ein Thema für den Part ausgesucht. Mal wieder etwas relativ Ernstes. Und das ist schon wieder der komische Typ. Ja, okay. Einfach alles durcheinander. Gar nicht nervig. Nein. Ja, also, die Sache wäre dann nämlich Sterbehilfe. Ich weiß, mal wieder irgendwie ein bisschen übertrieben für so ein Let's Play. Aber ich darf das. Boah, das ist cool. Drinking my shallow, my shallow. I'm this girl in my letter. Sorry. Keine Ahnung, das muss ich jetzt hin. Was? Doch in der Praxis bekommen ist deine Bosse schon mit, wenn du dich nicht zur Arbeit meldest. Oh, ist mir doch egal. Bla bla bla. Was will er auf Eis legen? Hat der Boss das jetzt gesagt oder was? Hat er die mal eben so gefeuert? So plopp. Oh Gott, ach du Kacke. Boah, beim Chef verkacke ich immer voll. Und das Lied ist so cool, was da gerade läuft. Mann. Wie heißt das nochmal? Egal. Auf jeden Fall ist es cool. Ich will es jetzt hören. Und das hat jetzt irgendwie nicht sehr viel mit Sterbehilfe zu tun, aber egal. Weil ich habe heute sowas gelesen, das stand bei N24. Da hieß es, dass in Belgien... Wieso schlägt er sich so komisch an? Dass in Belgien so ein Gesetz verabschiedet wurde, bei dem es unabhängig vom Alter erlaubt wird, Sterbehilfe anzunehmen. Also vorher war es, glaube ich, 2002 schon für Kinder erlaubt worden. Ich kann euch den Artikel jetzt einfach mal einblenden. Und ja, das wurde jetzt scheinbar auch für Minderjährige zugelassen, wenn die Ärzte und die Eltern einverstanden sind. Und das ist echt Hammer, finde ich. Also es ist schon ziemlich krass, aber es ist ja auch eigentlich überall sehr umstritten, muss man sagen. Also es ist in Deutschland sehr umstritten. Bei uns haben wir das, glaube ich, momentan nicht, dass es erlaubt ist. Also Sterbehilfe. Ich glaube, in Amerika schon. Also das ist schon eine recht schwierige Sache. Eigentlich fast mit der Todesstrafe, was ich, glaube ich, auch schon mal in einem Pokémon-Part oder so angesprochen habe. Ich weiß, ich spreche immer einfach so komische Themen an. Ich sollte das vielleicht einfach mal lassen. Aber ich weiß ja gar nicht, ob euch das interessiert, ob ihr über sowas reden wollt oder doch eher nicht. Also, es wäre mal interessant zu wissen. Wäre vielleicht mal cool, wenn ihr es so in die Comments schreibt, ob wir gerne sowas hören wollt. Also, ob ihr gerne über sowas reden wollt. Oder ob ich mir vielleicht eher so passende Themen suchen soll, so videospielbezogen oder so ähnlich. Also, ich finde es mal interessant, wenn man auch mal auf andere Sachen eingeht, weil ich ja letzte Zeit doch eher sehr kritische Träumen hatte und so, ne? Ja, und deswegen, ne? Ja, also um nochmal darauf zurückgekommen, in diesem Artikel stand halt eben, dass es Kindern dann auch erlaubt sein würde, Sterbehilfe anzunehmen. Nur ich finde, das ist irgendwie ein bisschen sehr krass. Ich denke nicht, dass Kinder in so einem Alter entscheiden können, ob sie Sterbehilfe wollen. Ich meine, es ist schon scheiße, wenn man eine tödliche Krankheit hat, früher oder später sowieso daran stirbt und diese Schmerzen aber zu der Zeit auch nicht lindern kann. Ich meine, was macht man denn dann? Dann
ist halt das Leben ja im Grunde eigentlich auch keinen Sinn mehr, wenn man nur noch Schmerzen empfindet und auch die ganzen Verwandten und Bekannten einen nur noch so sehen. Ich meine, da hat man ja auch kein gutes Bild mehr. Also, ja gut, man kann jetzt nicht sagen, boah, da finden die dich voll scheiße und so, das natürlich nicht, aber ja, es bleibt einfach nicht mehr so, man bleibt nicht mehr so in Erinnerung, wie man es eigentlich sein sollte, als diese Person, die man früher mal war, sondern nur noch als jemand, der eben Schmerzen hat. Und das ist eigentlich nicht schön, wenn man den Leuten so im Gedächtnis bleibt. Natürlich sollte das nicht der Grund sein, wieso man Sterbehilfe macht. Ja, weil die Leute mich nicht gut finden, wenn ich Schmerzen habe. Das natürlich nicht, aber ja, keine Ahnung. Also, es ist schon schwer. Oh Gott, die ist voll angry. Ja, und ich fand das schon recht interessant, dass sie das dann dazugelassen haben. Weil das doch ein sehr fragwürdiges Thema ist. Darüber habe ich dann auch mal nachgedacht und ich dachte, ja, also meine Meinung ist eigentlich dazu, dass ich das, glaube ich, auch zulassen würde. Also ich würde es gut finden, wenn man das in Deutschland machen könnte. Weil ich meine, so Leute, die Krebs haben und wissen, dass sie das nicht durchstehen. Also ich meine, es ist klar, man kann natürlich dagegen kämpfen. Aber Krebs ist keine heilbare Krankheit. Deshalb, ja, im Endeffekt kann es sein, dass man trotzdem noch daran stirbt, auch wenn man den einmal besiegt hat. Und wenn man wirklich zu schwach dafür ist und einfach nur noch Schmerzen hat und das einfach nur noch, wenn man das einfach nur zu Ende haben will, dann würde ich sagen, ist das eigentlich schon eine gute Alternative, die zu haben. Weil ich meine, das ist doch blöd, wenn man einfach monatelang nur auf seine Veränderung wartet und gar nicht mehr man selbst ist. Also ich finde, das ist jetzt nicht so der Sinn vom Leben und deshalb finde ich das auch gar nicht so schlecht, dass es sowas gibt. Also, ja, ich weiß, das ist jetzt so richtig tiefgründig und alles Mögliche. Aber ja, ich fand es eigentlich ganz mal interessant, sowas darüber zu lesen. Ich kann auch mal gucken, was da wörtlich stand. Momentchen mal bitte. Ich habe das nämlich so gerne auf Twitter gelesen. So, yeah, weil ich da N24 folge. Warte, was? Ich wollte noch auf Twitter schicken. So. Total belanglose Sachen und dann fällt mir sowas. Der belgische Senat hat mit breiter Mehrheit einem Gesetzesentwurf zugestimmt, der die Möglichkeit von Sterbehilfe für Kinder vorsieht. 50 Senatoren stimmten am Donnerstag im Oberhaus in Brüssel für die Vorlage, 17 votierten dagegen. Aber da sieht man es auch mal, der Kontrast ist richtig krass. Ich meine, 50 Leute stimmen dafür, Sterbehilfe für auch Minderjährige zuzulassen und nur 17 sind dagegen. Also das ist schon eine richtig krasse Mehrheit, also Hammer. Tja, das ist schon echt über... Oh, Moment, mein Timer. Boah, ich verpeile hier einfach alles in diesem Part, ich weiß auch nicht. Ich darf das. Verstappen. Wie ist das? Das sieht aus wie Dave Days. Also so ein komischer YouTube-Sänger. Kennt vielleicht der ein oder andere. Nono-Maschine. Wie dumm habe ich das denn gerade gesagt? Wo kriege ich so eine Nono-Maschine her? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber egal. Wo kriege ich denn so eine Nono-Maschine her, wenn man gut zu wissen? Naja, ja, so viel wäre das eigentlich zu dem Thema. Das wollte ich mir einfach mal so dieses Mal so rausnehmen und einfach mal ein bisschen darüber reden, auch wenn es vielleicht, ja, ein schwieriges Thema ist, sage ich mal so. Ich meine, gerade für Sims ist das etwas zu belanglos, aber ich hatte jetzt einfach gerade mal Lust drauf. Und deshalb, um jetzt nicht die ganze Zeit in dieser Depri-Laune zu bleiben und so. Also, ich würde schon gerne mal eure Meinung dazu hören, also falls ihr Bock habt und so, ne? Aber um alles mal wieder aufzulockern, wir müssen gerade in Englisch Liebesbriefe schreiben. Das ist total bescheuert. Ich meine, wenn man keine lovely person hat, dann steht man da so voll dumm und denkt sich so, ja, okay, was mache ich jetzt? Ich meine, einen Liebesbrief an eine fiktive Person zu schreiben, ist doch leicht gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht hinkriegen würde. Ich meine, mir macht es ja sehr viel Spaß, so Kitsch zu schreiben. Ich kann sowas ja sehr gut. Da hat die auch so gefragt, also meine Englischlehrerin, Hauptsache so, die, ey. So voll assi-like. Ja, da hat meine Englischlehrerin nämlich so gefragt, ja, wer hat denn schon mal einen Liebesbrief geschrieben oder einen erhalten? Und ich zeige als Einzige auf. Aber mir liegt sowas, das ist einfach so. Ich habe so kitschige Scheiße geschrieben. Ich habe einmal irgendwie sowas geschrieben von wegen, you are the one who light up the darkness in my soul. Oder sowas. Who lights, sorry. He, she, it, das S muss mit. Ja, das ist ja so ein bescheuerter Spruch. Ja, okay, die ist gerade so in der Dusche und währenddessen flirtet der Mann mit der Tusse, die währenddessen im selben Raum ist. Was?
Das ist dann doch leicht komisch. Aber naja, wenn die drauf steht, ist mir doch egal. Ja, wir können ja mal... Warte, war das da? Es gab so eine Bordwerkstatt, aber ich meine, das ist die, oder? Nein, das ist die Bot-Arena. Mein Gott, was gibt's denn noch alles für Bots? Mein Gott. Das ist irgendwie viel zu kompliziert für mich. Passus. Kann ich da vielleicht Wäsche? Nee, kann ich nicht. Ich möchte irgendwo Roboter zusammenbauen, aber ich finde diesen Ort nicht, wo man das machen kann. Warte, Start. Haltestelle, bla bla bla. Unfallstelle? Hä, was soll ich denn da? Heavy unnötig. das ist noch so was komisches. Unfruchtbare Einöde. Immer noch voll der komische Name. Hä? Aber wo ist denn diese komische Bot-Werkstatt? Ich meine, das Einzige, was... Warte, wissenschaftliches Labor vielleicht? Na? Nee. Insekten für Wissenschaft spenden. Bla 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 bla. Ich verstehe das nicht. Egal, dann gehen wir halt hier so rein, oder? Die dumme Topierte gerade so im Hintergrund so. Voll dumm. Oh, das nervt natürlich gar nicht. Warte, wann habe ich Arbeit? Arbeite. In 14 Stunden. Nee, komm, da schleimen wir uns lieber erstmal ein bisschen beim Chef ein. Ich meine, das kann ja auch nicht schaden. Hä? Ja, jetzt wird hier so voll die lovely Scheiße angezeigt, wo wir gerade bei Liebesgerichten wären. Dann passt doch. Hä? Was? Chef. Oh toll, jetzt habe ich... Oh, mein Gott, jetzt kann ich schon nicht mal den Chef anrufen, weil einfach alles spackt bei mir, bei meinem Sims-Scheiße da. Oberstufendiplom, was auch immer mir das nützt. Kann ich jetzt bitte meinen Chef anrufen? Ich möchte einfach so hi sagen. So, was? Plaudern. Was? Jetzt plaudert die einfach mit niemandem, mit sich selber oder so. Was? Boah, ja. Das ist so typisch, ne? Oh, mein Gott. Das geht jetzt nicht. Nein. Ich rufe dich gleich zurück, ja? Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass meine Omi so locker reagiert. So, ah ja, ist okay. Weil sonst ist das eigentlich eher so like, so... Nee, das sehe ich jetzt nicht ein. Ich bin jetzt beleidigt. So, wenn ich sage, ah nein, ich muss jetzt auflegen. Ich meine, ich kenne meine Oma. Also so ist es jetzt nicht. Was ist mit dem Ohren? Das könnte ich auch eigentlich mal in mein Inventar nehmen, nicht? Hauptsache, die sagen so, Resident Evil. Apropos Resident Evil, ich hätte mal voll Bock auf ein Resident Evil Let's Play. Aber so richtig. Weil ich habe ja voll lange keinen Horror mehr gemacht. Also okay, ja, Resident Evil ist... Proof! Beweise! Sagt die ganze Zeit so. Proof! Voll die komische. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau. Resident Evil. Es ist total lange her, dass ich mal ein Horror-Let's Play gemacht habe. Das eigentlich erste, was ich gemacht habe, war ja Silent Hill. Und da habe ich mal, also Silent Hill Shattered Memories, das war ja so voll die Abklatsch-Horror-Scheiße. Und da war es auch noch mega verbuggt, weil ich das auf dem Emulator gespielt habe. Dann hatte der Therapeut in dem Spiel irgendwie immer so das Handy-Menü als Haare oder so. Das fand ich immer so lustig, das war richtig geil irgendwie. Also ich fand das Spiel mehr lustig als gruselig irgendwie. Ich weiß, normal. Und jetzt pennen die alle. Ist ja langweilig. Hä, wie geht das denn? Ach so. Hä? Ja, weil irgendwie, keine Ahnung, der eine schläft und der andere macht eine Interaktion mit dem. Okay, das ist total logisch. ja, und ich hätte jedenfalls mal Lust auf dieses Resident Evil. Weil der Rest, oh nein, die werden alle uralt. Weil das, der Rest, den ich so gemacht habe, das war ja sonst nur ein paar Slender-Sachen, also geknutscht werden. Was? Die beiden Typen. Was? Muss ich das jetzt verstehen? Oh mein Gott, ich verstehe es einfach nicht. Oh Gott, das Spiel ist so komisch. Es ist so verdammt komisch. Und ich wollte eigentlich noch diese dystopische Zukunft da mal probieren und so, ne? Was? Was ist das denn bitte? Der bleibt einfach so drin hängen. Ach so, das ist ja gar kein... Warte, Lade... Ach, Ladevorgang. Ach so, okay, das ist das. Ah, verstehe. Okay, ich habe erst so gedacht, so, hä, wieso bleibt der im Aufzug stecken? ja, jetzt nochmal zum Thema. Ich weiche immer so schnell vom Faden ab, wenn ich Sims spiele oder irgendwas anderes. Ja,
Also die einzigen anderen Horrorsachen, die ich ja dann gemacht habe, waren zwei Slender-Gameplays. Wow. Bei dem ersten war sogar noch irgendjemand anders dabei, sodass es noch weniger gruselig für mich ist. Und das zweite hatte ich ja mal für einen Wettbewerb gemacht, nur weil ich dachte, ach ja, damit kommst du bestimmt eine Runde weiter, weil alle denken, ah, ich bin bescheuert. Und so, ne? Ja, und oh, das hat sich jetzt richtig schön angehört. Ja, und deshalb hätte ich eigentlich mal Lust auf Resident Evil. Ich habe noch nie einen Resident Evil Teil zu Ende gespielt. Nur das sieht immer so interessant aus, irgendwie immer mit so Zombies. Und ich glaube, auf dem 3DS so ein Teil wäre eigentlich mal cool, weil die erstmal selten Let's Played wurden, weil es ja damals auch noch keine 3DS Capture Cards gab, beziehungsweise nur auch aus Amerika und da diese Massenwelle noch nicht so übergefallen ist und so. Ja, und deshalb ist das jetzt erstmal. Was? Hä? Wer ist denn das jetzt? Ist das jetzt Shima Wanzai oder Steffen, der komische Olle da? Ach Gott, ist das alles komisch? yeah. Und ich hab das halt eben noch nicht zu Ende gespielt. Was? Hä? Ich hab gerade was ganz anderes erzählt, aber okay. Die stirbt gleich so. Oh mein Gott. Oh, das ist so schön. Ja, jedenfalls Resident Evil wäre eigentlich mal eine ganz coole Sache und so, ne? Weil ich glaube, auch auf dem 3DS ist das nicht ganz so gruselig. Dann würde ich das eigentlich lieber spielen. Nur keinen der alten Silent Hill-Teile, weil die sind echt schrecklich. Da geht's Dingensbummens eigentlich noch gegen. Also Resident Evil. Das ist eigentlich nie so schlimm. Das ist nur einfach ekelhaft, wenn so fette Zombie-Viecher kommen, aber. Passt schon. Okay, aber ich glaube, wir beenden jetzt erstmal hier den Part. Wir hatten ja jetzt genug Themen durchkaut. Es ereignet sich in den Parts irgendwie fast gar nichts mehr, fällt mir gerade so auf. Ich glaube, ich sollte einfach mal so im Voraus das Spiel nur aufnehmen und danach kommentieren, weil dann schaffe ich es besser, mich auf das Spielen zu konzentrieren. Das ist bei Sims einfach schlimm, wenn ich mir Themen aus, dann kann ich so richtig ab. Aber naja, okay, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ne? Bis dann, ciao.